Moin. Ja, Videos von der Werkstatt mal kurz live. Warum live? Weil hier ist absolutes Chaos in der Werkstatt. Darum sieht man im Moment auch nichts von mir. Viel zu tun, viel zu machen, wie das halt so ist. Ja, ich wollte euch aber auch gerne etwas zeigen, weil ich was geschickt bekommen habe und gebaut, gebastelt, wie auch immer bekommen habe. Und ich habe selber noch nicht reingeschaut und das möchte ich jetzt gerne mit euch machen. Ich bin gerade dabei, noch eine kleine Kiste zu bauen. Ihr seht schon, hier steht noch ein Garagentor. Hier ist Katastrophe in meiner Werkstatt. Also hier ist Chaos. Ich schwenke mal ganz kurz durch meine Werkstatt, aber ihr werdet sie nicht wiedererkennen, weil hier ist Chaos. Ja, ihr seht hier alles ein wenig durcheinander. Ich bin also mitten am Arbeiten und muss dringend mal wieder aufräumen. Aber ich weiß nicht, wer einige haben sicherlich meine ganzen Treppenvideos gesehen und diese kennen meine Schablone. Ich zeige sie euch mal kurz, ja. Ich benutze immer für gerade Treppen eine Schablone, die ich mir mit meinem Vater mal ausgedacht habe. Ich hole den mal ganz kurz runter hier. Das ist sie. Ich habe sie schon ein bisschen modifiziert. Sie war vorher ganz einfach. Eckiges Brettchen, rechts und links kam eine Platte drauf. Die habe ich dann schon modifiziert und habe gesagt, okay, den Rahmen machst du so mit verstellbaren Schrauben, so dass man es einstellen kann. Das Problem an dieser Geschichte ist, weil diese auf Hundertstel genau sein muss, muss man quasi sagen, also Millimeter auf jeden Fall, sonst stimmen nachher die Maße nicht. Und wenn die Maße nicht stimmen, dann ist die Treppe entweder zu lang, nicht hoch genug, zu kurz, wie auch immer. Und das Thema hat sich jemand angenommen und sagte, weißt was, da baue ich dir mal eine Schablone. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Hier nicht wundern, wie es hier drumherum aussieht, für die, die gerade zuschalten. Hier ist Katastrophe. Ich habe hier wirklich Balken in der Werkstatt liegen, von vorne bis hinten, über 4 Meter. Da muss ich eine Treppe draus bauen, ja, aus alten Balken. Ja, hier ist Chaos. Aber ich wollte euch die Schablone gerne zeigen. Die wollte ich euch nicht vorenthalten, weil der Kollege sich echt Mühe damit gemacht hat. Ich habe selber wirklich noch nicht direkt hineingeguckt. Ich habe bloß gedacht, es kam ein Paket mit Meier, Maschinenhandel Meier. Ich sage Maschinenhandel Meier, habe ich eigentlich nichts bestellt. Was ist da Schönes drin? Und da war jetzt diese Schablone drin. Ich zeige es euch. Ja. Die hat mir der Markus geschickt. Also der Markus ist also der Erfinder von dieser Schablone aus meiner Idee, sagen wir. Also er hat es zumindest umgesetzt. Und ich habe selber nur das Paket aufgemacht und habe gesehen, dass dort die Schablone drin ist. Und ich habe noch nicht mal den Brief gelesen. Können wir ihn zusammen machen? Hallo, Herr Hoffmann. Oh, hat förmlich. Ich denke, der Zusammenbau ist selbsterklärend. Ich habe noch etwas Nützliches aus meinem 3D-Drucker mit hineingelegt. Man steckt den Zollstock rein und kann wiederholgenau aufreißen. Die unterschiedlichen Lochstände waren ein Versehen, aber das tut mir ab, okay. Ich hoffe, die Schablone ist groß genug. Jedoch, okay. Das Bauen dieser Schablone war für mich eine kleine Herausforderung. Das glaube ich, weil da kommt es wirklich auf Millimeter und genau an. Und da bin ich echt gespannt, wie er das geregelt hat mit dieser Feineinstellung. Herausforderung hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bei Fragen bitte melden. Ich bin kein großer Schreiner, jedoch Fan von ein paar. Okay, Markus, wir gucken uns das Ganze mal an, was du da zusammengebaut hast. Fällt jetzt auch nicht mehr auf hier in meiner Werkstatt. Aber ich sehe schon, er hat sich wirklich Mühe gegeben. Hier haben wir also auch, er hat Multiplex genommen. Und hat jetzt also hier, so wie bei meiner eigentlich manuellen Schablone, hier also auch Führungsschienen reingemacht. Okay, Markus, das verstehe ich. Und mal, ich zeige nochmal meine dazu. Also meine einfache Variante mit Schraubenschlüssel verstellbar, mit manchmal klopfen und wieder lösen, nochmal ein bisschen nachstellen, ein bisschen klopfen und wieder lösen und festdrehen, bis das dann genau passt, ist man manchmal wirklich, also ich, 20 Minuten, halbe Stunde echt beschäftigt, ja, weil die Maße echt stimmen müssen. Und das hat den Markus halt so gewohnt und sagte, da muss man doch irgendwas bauen können, damit man dieses Rumgefummel und dieses genaue Einstellen besser hinbekommt. Jetzt bin ich gespannt, wer es gelöst hat. Also was ich bis jetzt sehen kann, ist also denselben Anschlag, so wie ich gemacht habe, so dass man ihn auf beiden Seiten benutzen kann. Das ist also gleich geblieben. Und dann hat er da ein paar Schrauben dran geklebt. Gucken wir mal. Oh, hier wird schon interessant. Hier wird schon interessant. Das ist immer das Schöne, wenn man so einen 3D-Drucker hat, ne? Hat der Werner ja auch. Und da kann man echt viel mit.
Jetzt bitte nicht anrufen. Jetzt rufen immer Leute an. Leute, lasst es bitte. Ich bin gerade live, ja? Danke. Und jetzt will ich mal gucken. Hier sind ein paar Schrauben drin. Hier ist ein Kunststoffanschlag mit bei. Da ist die erste Unterlegscheibe weg. Also, was haben wir hier? Wir haben hier also einen Kunststoffanschlag mit irgendeiner Stellschraube dran. Ich bin gespannt, wofür der gleich dienen soll. Ah, hier kann man den Zollstock reinstecken. Jetzt verstehe ich. Ah, das ist eine Schablone für einen Zollstock. Aha, nicht schlecht. Das hat ja auch so ein Freak sich irgendwie mal gebastelt. Ich will jetzt keine Namen nennen. Da kann man also, das ist schon mal nicht schlecht. Hier könnte ich also quasi den Zollstock einstellen. Und man könnte wirklich immer wieder exakt, das meint er gerade mit exaktes Anzeichnen. Perfekt, richtig geil gelöst. Ja, Markus, danke. Du wirst sicherlich das Video auch irgendwann sehen. Dafür erstmal danke. Nicht schlecht. Kommen wir weiter zur eigentlichen Schablone. Die hat er jetzt ganz anders aufgebaut, sehe ich gerade. Ich habe bei mir meine Schablone ja eckig. Hier, also im Quadrat. Und wie es aussieht, hat er die Schablone jetzt dreieckig gemacht. Schauen wir uns mal an. Markus, was hast du da gebastelt? Hier jetzt die dreieckige Variante nehme ich an. Oh, 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 jetzt wird es interessant, Leute. Da hätte ich erstens gar keine Lust zu. Aber ich bin schon jetzt schon begeistert. Guckt euch dieses Konstrukt an, aber jetzt sehe ich, wie es funktioniert. Aha, perfekt. Hiermit richtig gut gelöster Metallkante. Markus, Respekt jetzt schon mal. Da also eine Metallkante, schön draufgeschraubt. Auch vorne alles picobello. Ich muss mir mal einen Winkel nehmen, weil das ist das Allerwichtigste an dem Ding. Markus, jetzt nicht böse sein, aber es muss sein. Ich nehme jetzt einen Winkel und werde schauen, ob das Ganze auch winklig ist, weil sonst ist das Ganze, ich will nicht sagen hinfällig, aber ich schätze mal, also wenn das nicht winklig ist, dann fresse ich einen Besen. Also auch das ist ganz wichtig bei der Schablone, dass diese Ecke wirklich 90 Grad sind. Ja? Hat er erfüllt, sehr gut. Und jetzt verstehe ich so ein bisschen das Prinzip der Feineinstellung. Er hat also hier Löcher gebohrt. Das Ganze läuft hier auf einer Gewindestange. Ich glaube Feingewinde, so wie es aussieht. Also auch da hat er sich wohl einen Kopf drum gemacht. Ja? Und jetzt kann ich quasi hier rechts oder links im feinsten Bereich, ja, ist wirklich ein Feingewinde. Das ist sowas von affengeil. Kann ich jetzt also meinen Winkel, den ich da drauf mache, fein einstellen. Das probieren wir aus, das baue ich zusammen. Oh, hier. Ja, habe ich auch mal Montag gekauft, weil ich Besuch erwartet habe. Und ist auch gekommen, aber ich habe sie irgendwie in der Werkstatt liegen gelassen. Also, mein Schatz, deine Blumen, die ich gesucht habe, liegen hier. Unter dem Karton. Zu spät jetzt. Aber Valentinstag ist ja. Halten wir noch so lange durch? Ich glaube nicht. So, zurück zur Schablone. Richtig geil. Wirklich, muss ich sagen. So, und jetzt schätze ich mal, er sagt, das ist alles selbsterklärend. Das schätze ich dann auch. Jetzt hat er hier die Nut nicht mittig, sondern ein wenig versetzt. Ob das jetzt eine Rolle spielt, werde ich gleich sehen. Das heißt, das wird sicherlich da durchgesteckt. Und da kann ich jetzt die beiden Schraubenköpfe durchstecken. Aha. Also Leute, ich drehe echt durch. Das ist voll die geile Variante. Moment, ich muss eben die Unterlegscheibe wieder suchen. Markus, Respekt. Ich weiß nicht, was du sonst beruflich machst, aber Respekt. Also, selbsterklärend sagt er hier, schätze ich mal, durchstecken, da auch durchstecken mit diesen Feineinstellungslöchern. Auch das passt luftgenau, also fast kein Spielraum. Ich habe jetzt also hier die Schrauben durchgesteckt, kann jetzt also hier auf der Gegenseite die Unterlegscheibe drauf machen und wie es bei mir auch so ähnlich ist, mit einer Flügelmutter das Ganze sichern. Also ich freue mich ja schon, das Ding zu benutzen. Ich habe sogar noch die Ursprungsschablone. Also sie ist jetzt schon zweimal modifiziert worden. Das ist schon gigantisch. Und dank Markus ein Traum geworden, muss ich ehrlich sagen. Das wird mir sehr viel Zeit sparen.
Also hier sind jetzt so, quasi so. Richtig geil. Ich bin so begeistert, das glaubt ihr nicht. Ich zeige euch die Ursprungsschablone, wie mein Vater und ich uns die ausgedacht haben, um Treppen aufzureißen. Ja, sie liegt da oben noch. Das ist sie. So war der Anfang und so haben wir über Jahrzehnte Treppen aufgerissen, wenn es um gerade Treppen ging. Ja, gerade Treppen. Stufenauflage, Steigung, das Maß und das musste natürlich genau stimmen, genau. Ja, und so konnte man jetzt mit dieser Leiste dann immer anlegen und Steigung, Stufenauflage aufzeichnen. Das war der Grundgedanke. Dann habe ich mir überlegt, wie ihr seht, bei 250.000 Treppen, die man dann so macht, leidet die Schablone. Ja? Man drückt sie ja nach vorne, schraubt sie fest, dann passt es nicht genau, dann muss man wieder ein ganz bisschen nachjustieren, Schraube wieder rein, dann rutscht es wieder weg, dann und dann wieder zurück und nächste Treppe anderes Maß und so weiter und so weiter. Darum wird das irgendwann so ein Sieb. Ja? Und da habe ich mir überlegt, das mit dem Sieb, und wenn das nicht stimmt, Schraube wieder raus, Hundertstel nachklopfeln, Schraube wieder rein. Und wenn die Schraube nur ein bisschen verkantet, zieht sie die Leiste wieder schräg. Also es war eine ganze Menge Bastelei, diese genauen Maße, die wirklich stimmen müssen, da drauf zu fummeln. Ja? Dann habe ich mir überlegt, damit ich diese Schrauben rein, Schrauben raus nicht mehr machen muss, habe ich dann eine etwas weitere Variante entworfen, und zwar diese hier. Hier kann ich also mit dem Schraubenschlüssel das drehen, kann das feststellen, festziehen. Wenn die Maße nicht stimmen, eben mit dem Schlüssel ein bisschen lösen, ein bisschen nachklopfen, wieder festziehen. War auch noch eine Fummelei, aber jetzt hat der Markus mir eine überarbeitete Version davon gebracht oder gemacht. Sehr schön, danke dafür, und die ist echt professionell. Das ist sie dann hier. Und das ist wirklich übertrieben geil. Übertrieben geil, kann ich nur so sagen. Danke an den Markus. Das heißt, er hat mein Prinzip übernommen von dieser Leiste, die verstellbar ist, hat aber hier, und das ist der Clou, für diese ganz feine Nachjustierung, hier eine Gewindestange eingebaut, eine feine Gewinde habe ich gesehen, also es ist ein ganz feines Gewinde mit Klötzchen, habt ihr gerade bestimmt gesehen. Und jetzt kann ich hier anhand dieser Schraube da, kann ich hier mein Maß exakt genau einstellen und festdrehen. Also Leute, was soll ich dazu sagen? Das ist gigantisch. Das ist das übertriebenste, wo ich mir nie Gedanken drüber gemacht habe. Echt geil. Und ich muss mit dem Markus telefonieren. Er hat sich sogar den Aufwand gemacht. Das ist Feingewinde und hat hier das Gewinde nachgeschnitten, damit er da noch Muttern drauf drehen kann. Das ist also nicht einfach eben Hokuspokus. Er hat sich da echt Mühe gemacht oder hat das Gewinde verlängert. Ich weiß nicht. Aber hier mit Feineinstellungsrädchen. Also Leute, ich glaube, exakter kann ich das Master nicht mehr einstellen. Markus, Respekt für die Arbeit, echt gigantisch. Das ist also die überarbeitete und ich glaube Endversion von meiner Treppenschablone, wenn ich das noch mal nennen darf. Also der Grundgedanke war ja meiner, aber das ist hier echt schon gut. Gigantisch. Markus, was soll ich sagen, mir fehlen die Worte. Hier mit Alukante, das heißt, auch da sind viele Dinge dann vorbei. Also der gute Markus hat wirklich aufgepasst, weil ich habe auch in einigen Berichten immer wieder erzählt, hier, man muss das mal nachschneiden, ja, weil das dann nicht mehr im Winkel ist. Wenn die mal runterfällt und so weiter, ist das Ding dann wirklich nicht mehr zu gebrauchen. Was macht man damit? Also, wenn das jetzt die Wange ist, dies hier, da muss ich gleich noch was draus basteln, das hier, so zack, moin. Und wenn ich jetzt die Wangen aufschneiden will, lege ich das also so an, mach einen Strich, schmal das da auf und setz das ganze Ding dann ein weiter und zeichne das nochmal, setz genau von Strich auf Strich. Ja? Und so kann ich mir meine Steigung und Auflagen, Stufenauflagen hundertprozentig aufzeichnen. Ja. Die Einstellerei war halt das Schlimmste dabei. Und weil hier immer Striche drauf kommen, darum wollte ich nochmal darauf zurückkommen, man streicht ja immer mit dem Bleistift hier dran vorbei, hat man irgendwann nicht mehr die Möglichkeit, hier ist das so voll gerumpelt in meiner Bude, nicht mehr zu sehen, wo der Ansatz hier ist. Ja.
Und das ist natürlich mit dem hier, kann ich hier euch nochmal an meiner Schablone zeigen. Hier ist noch das letzte Maß eingestellt. Ich glaube, da kann man es sehen, ist 19,5 ist die Steigung gewesen. Habe ich da einen Strich, könnt ihr sehen. Und diese ganzen Striche, da streicht man dann die ganze Zeit mit dem Bleistift dran lang. Und auch damit, irgendwann ist es dann nicht mehr genau. Ja, also ich bin echt begeistert. Markus, tut mir leid, die liegt jetzt schon bestimmt eine Woche hier bei mir in der Post. Bin nicht dazu gekommen, weil ich nur am Arbeiten bin, Krankenwagen, Bulli fahren und so. Aber das übersteigt aller meiner Vorstellungen. Ich sag, dann lasse ich mal basteln, mal gucken, was dabei rauskommt. Aber dass da so ein Ding bei rauskommt. Markus, Respekt, muss ich ehrlich sagen. Das ist echt. Und die kann man wirklich, also wenn man sich das anguckt, ihr meint, ihr könnt es nicht sehen, aber wenn ich jetzt hier drehe, das ist wirklich exakt genau. Und wenn ich dann das Ding festdrehe, habe ich mein Maß. Wenn das nicht stimmt, lösen, bisschen nachstellen, sodass das Maß entweder von der Höhe dann passt, damit ich hier meine Auflage habe, meine Auflage oder Steigungsmaß. Also ich freue mich wirklich auf die nächste Treppe und ich kann euch sagen, sie wird nicht mehr lange dauern. Das sind vielleicht noch 2-3 Wochen und dann muss ich die nächste Treppe bauen und zwar aus Ahorn. Ahorn ist erstens ein Holz, was im Moment sehr selten benutzt wird, nicht gerade so in Mode ist. Es ist aber sehr hell und das wird auch eine gerade Treppe. Das heißt, ich muss wieder meine Schablone nutzen, um das aufzeichnen zu können. Was auch wichtig ist für diese Schablone, ich baue die Treppen ja ein bisschen anders wie andere. Ihr wisst ja, ich habe immer eine gerade Wange und klebe oder klebe, ich fange auch schon an wie die anderen. Ich klebe doch nicht, man leimt. Und leime dort die Ecken auf. Um diese Ecke herstellen zu können, brauche ich auch wieder meine Schablone, weil das geht nur mit der Schablone. Weil ich muss mir die Schablone anlegen und dann gehe ich mit dem rechten Winkel bei von hier und suche mir hier genau die Mitte. Und kann mir dann hier den Winkel messen und kann dann die Ecke schneiden. Ja? Und das ist dann mein Eckenmusterbeispiel. Ja? Dann nehme ich meine Ecke und lege die hier drauf und die muss exakt passen. Wenn die nicht passt, dann stimmt die Treppe nicht. Aber bei geraden Treppen, das ist natürlich der Nachteil, es ist nur bei geraden Treppen zu verwenden. Bei Viertelschwung, Halbschwung muss man das Ganze wieder manuell aufmalen. Und da gibt es auch einen Trick, aber da kann man keine Schablone für benutzen. Naja, was ich auf jeden Fall sagen will. Der Markus, was du da gebastelt hast, das ist große Kunst. Ja, nun werden zwar viele sagen, ich verstehe zwar nicht, wie Robert Hoffmann das macht mit seiner komischen Treppe da aufzeichnen, aber das exakter und genauer, Leute, geht es wirklich nicht mehr. Also wenn ihr das spüren könntet, wie so langsam sich das Ding da rauf und runter schiebt, jetzt verstehe ich auch die Schlitze hier, man muss das natürlich lösen. Und dann kann ich, das ist das Schöne, wirklich, hier im einzelnen Bereich, wenn das Steigungsmaß nicht stimmt, um ein paar Hundertstel, wirklich gesagt, um Millimeter, das macht ja wirklich Ärger, Millimeter bei einer Treppe mit 14 Stufen, wir haben also 14 Stufen, haben wir 15 Steigung, wenn ich da bei den 15 Steigung jedes Mal nur einen halben Millimeter oder nehmen wir einen halben Millimeter, wollen gar nicht mal übertreiben, halben Millimeter zu hoch, ja? Bei 15 Stufen habe ich 7 mm. Das ist entweder 7 mm zu hoch oder 7 mm zu kurz. Kommen wir also nicht ganz oben an oder wir stehen oben drüber weg. Das ist beim Treppenbau halt die Kunst, dass man wirklich das genau einstellt. Und mit dem Ding von Markus, ich glaube, jetzt kein Problem mehr. Ja. Die Schablone ersetzt natürlich nicht den Verstand. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Bringt nichts, wenn ich einen Strich habe, der genau stimmt und ich mit der Säge nicht genau am Strich schneide. Ja. Dann bringt mir das Ganze auch nichts. Ist auch klar. Also, nur wer so eine Schablone sich nachbaut, meint, kann Treppen bauen. Nein, es kommt natürlich auch die ganzen anderen Dinge dazu, die dazukommen, auch noch. Alleine schon das Ausrechnen, davon muss man auch mal davon absehen. Aber diese Schablone, lieber Markus, das ist nicht zu glauben. Jetzt noch mal kurz erklärt, warum man sie von beiden Seiten benutzen muss. Wir haben natürlich rechts und links eine Wange. Ja, rechts und links haben wir eine Wange und man zeichnet, wenn man zum Beispiel, sagen wir mal, wir machen eine eingestemmte Treppe. Da benutze ich die Schablone natürlich auch. Bei dieser eingestemmten Treppe male ich mir dann meine Steigung auf und weiß, wo ich fräsen muss. Wenn die Stufen, ja die Wange jetzt so ist, klappt man das quasi so auf und guckt, also mache ich das zumindest, wenn ich sagen, dass man es so macht, aber so mache ich das, als wenn ich von innen so auf die Wange gucke. Ja? So zeichne ich mir das ja auf. Wir haben also einmal eine rechte Seite, die wir aufzeichnen müssen und
natürlich eine linke Seite. Und jetzt darf mir natürlich folgender Fehler nicht passieren. Und da muss man aufpassen. Nehmen wir mal kurz die. Wenn ich jetzt also so die Steigung habe, ja, dann muss ich mich natürlich auch drehen und die Schablone von der anderen Seite benutzen. Darum kann man sie von beiden Seiten benutzen. Ja? Die kann ich also nicht nur einseitig, es würde nicht gehen. Ich müsste sonst jedes Mal die Maße neu einstellen. Also diese Leiste doppelt, so dass ich die einmal auf dieser Wange aufzeichnen kann. Und wenn die Wandwange kommt oder Freiwange, kann ich dann auch zeichnen. Lieber Markus, wir müssen telefonieren. Weißt du warum? Mir kommt da gerade ein Gedanke. Wir müssen telefonieren. Habe ich deine Telefonnummer? Du hast mir ja auch geschrieben per E-Mail. Das Ding ist gigantisch. Also jeder, der was vom Treppenbau versteht und weiß, wie mühselig das ist, dieses die ganze Scheiße aufzumalen, wird sich jetzt denken, das Ding ist affengeil. Das Ding ist richtig affengeil. Meine war schon geil, ohne Affen, aber das ist richtig geil. Sie wird schwer, muss ich sagen. Natürlich, wenn ich damit aufzeichne, sie wiegt ein bisschen was. Meine war schon, so muss ich sagen, manchmal ein bisschen. Wenn man sie ja wirklich andrücken muss, dann muss hier wirklich der Strich anliegen und dann mache ich ja meinen Dreieckstrich und dann versetze ich diese ganze Schablone dahin. Dann muss sie genau da an dem Strich anliegen und kann dann wieder meine nächste Höhe und meine Treppe auf Zeichenstufenauflage. Dann mache ich den nächsten Schritt. Das muss hier wieder genau anliegen und zeichne dann wieder. Und somit kann ich ja reproduktiv dasselbe Maß aufzeichnen. Das ist gerade das Schöne dabei. Aber die Einstellerei ist so viel Arbeit. Natürlich ist das Ding schwerer als dieses hier. Das ist ja Pillepalle. Das war einmal ganz schön. Aber was auch mal passiert, das Ding fällt mal runter und dann das Ding wieder einstellen, ja, dann hast du was zu tun. Ja, und dann kriegt das genaue Maß mal wieder hin. Also, lieber Markus, ich kann nicht nur nochmal loben. Gigantisch. Ja, echt gigantisch. Das Ding wird mir sehr viel Freude in meiner Treppenbau-Karrierezeit noch bringen. Das ist der Clou. Das ist der Oberclou. Ist natürlich hier auch ein bisschen beweglich. Und das Maß, hast du gefragt, ob das reicht? Da man davon ausgehen muss, dass eigentlich eine Treppensteigung nicht mehr 20 cm sein darf und wir hier schon bei 30 sind, reicht das allemal. Und damit eine Treppenauflage oder Stufenauflage auch sich, wenn wir von 30 ausgehen, dann hätte ich 34 bis 40er Stufen, 40, da kommen noch 4 cm dazu und ich habe ja noch nicht das Außenmaß erreicht. Ich kann ja mal so weit drehen, wie das Ganze auch sich drehbar ist. Leute, das ist so geil. Das hätte ich nie gedacht, ganz ehrlich. Lässt sich locker leicht drehen. Eigentlich ganz simpel. Wahnsinn. Wahnsinn. Ich guck mal bis zum Anschlag, welches Maß ich dann habe. Und dann kann ich dir sagen, bis zu welcher Stufenbreite es möglich ist. So. Das wäre hier. Da ist also Ende, da kann ich die Schraube nicht weiter drehen, weil sie dann an den Anschlag schlagen würde. Und wenn ich jetzt von dem Maß ausgehe, könnte ich eine Stufenauflage aufzeichnen von 36 cm. Also 40er Stufen könnte ich damit locker anzeichnen oder 40,5, wie auch immer. Und das reicht. Das reicht wirklich. Aber das ist so gigantisch, so fein einstellbar. Exakt. Exakt, exakt. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich bin echt begeistert. Ja? Die Löcher passen hier genau, muss ich sagen. So, hier ist nicht viel Spiel. Ihr könnt es gerade nicht sehen. Da ist nicht viel Spiel. Ja. So, sonst würde das ja nichts bringen, wenn hier zu viel Spiel drin wäre. Aber selbst dann kann man noch mit einer ganz feinen Just. Also, das ist nicht zu glauben. Ich habe jetzt gerade kein Bleistift hier. Doch, da. Ihr merkt, ich bin echt begeistert. Wirklich, ohne Scheiß. Ich mache jetzt hier mal einen Strich. Wenn ich jetzt hier. Ja.
So Strich weg, ne? So Feineinstellung. Ich kann sogar den halben Strich stehen lassen. Ich kann den aber auch wieder halben Strich mehr stehen lassen, könnt ihr sehen. Drehe hier ein bisschen weiter. Jetzt ist der Strich wieder da, wo er hin muss. Jetzt gehe ich drüber. Jetzt ist Oberkante Strich. Jetzt ist der Strich weg. Also so genau das Ding einzustellen. Leute. Das ist geil. Markus, ich danke dir. Wir müssen telefonieren. Unbedingt. Auch die Aluschienen. Genau exakt auf 45 Grad geschnitten. Schrauben versenkt. Ja. Ich weiß nicht, ob der Markus das gerne macht, solche Dinge zu bauen oder sich zu überlegen. Aber das, ich denke so, ich hoffe, die Schablone ist groß genug, je nachdem, wie weit die Wange überstürzt. Das Bauen dieser Schablone war für mich eine kleine Herausforderung und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, auch erstmal Respekt an dich. Du hast ja erstmal nur durch meine Videos den Sinn der Schablone zu verstehen. Ich meine, ich habe es euch jetzt ja nur ausführlich erklärt. Aber da hatten wir vorher noch nicht drüber gesprochen. Du hast nur gesagt, deine Schablone für die Treppen würde ich dir gerne ein bisschen ummodellieren, damit du sie auch fein einstellen kannst. Das ist schon mal sehr bemerkenswert. Also da muss ein kluger Kopf dahinter stecken, der Markus. Bei Fragen bitte melden. Leider bin ich kein großer Schreiner, aber ein paar Zeilen fand ich angemessen. Viele Freude damit. Gruß Markus. Ja. Markus, der Dank, der Lob geht an dich. Wirklich. Das ist... Ja. Gigantisch, wirklich. Kann ich nur sagen, da hat sich wieder jemand... Man muss das ja so sagen, man darf das nicht so einfach hinnehmen. Da hat sich jemand Gedanken für mich gemacht und hat das sogar umgesetzt, ja. Und ich möchte sagen, so eine Platte ist nicht ganz billig. Diese Alukante da drauf, diese Gewindestange mit Feingewinde, also ist wirklich fein. Ich glaube, mit normalem Gewinde wäre der Sprung auch zu hoch. Hat er wirklich, sogar daran hat er gedacht, an Feingewinde, muss man sich mal überlegen. Dann die kleinen feinen Einstellrädchen da. Dann das Machen, Ausdenken. Das ist schon... Respekt. Danke dafür, Markus. Ich werde dann bei der nächsten Treppe, wenn es darum geht, wenn ich dann also wieder diese Ecken anfertigen muss, einleimen muss oder mir das aufzeichnen muss für meine Fräsung, werde ich natürlich euch da live dabei sein lassen. Wir stellen das Ding dann mal ein und dann können wir mal gucken, wie lange ich bräuchte, das Ding mit meiner Schablone einzustellen und wie schnell das damit geht. Markus, großes Dankeschön. Hast mir wieder sehr viel Zeit gespart, muss ich sagen, die für dich wahrscheinlich gekostet hat, aber wie es aussieht, hat es ja auch wohl Spaß gemacht. Das freut mich an der ganzen Geschichte. Wir müssen mal telefonieren, mir kommt da ein Gedanke. Ja? Und also, ich bin hin und weg, tut mir leid. Das ist... Tja. Wäre ich nicht drauf gekommen, Wäre ich nicht drauf gekommen. Man denkt sich irgendwas aus, man macht das dann und dann bleibt man immer bei dem alten Schema. Ja? Mein Vater und ich sitzen da und denken uns das aus. Oder haben da gesessen und guckt er von oben zu und denkt, das Ding hätten wir mal eher haben sollen. Also ich wahrscheinlich gedacht, jetzt gerade wo er zuguckt. So ist es angefangen. Und das ist jetzt dabei rausgekommen. Meine erste Treppe habe ich mit 14 Jahren gebaut. Mit 14 Jahren. Nach diesem selben Muster. Mit 14. Ja, ihr werdet lachen. Mit 14 stand ich schon in der Tischlerei und habe an den großen Maschinen gearbeitet. Das war also für mich nichts Neues. Ja, jetzt bin ich 41 und habe so lange nach dieser Art gearbeitet. Mich so lange damit gequält. Und ich möchte nicht viel sagen. Ich habe sicherlich schon in meinem Leben... ...32 Treppen gebaut, so in den Dreh wahrscheinlich. Wenn ich jetzt jedes Jahr eine gemacht hätte, wäre ich bei 41, aber ich habe in meiner Lehrzeit natürlich, haben wir viele im Jahr gemacht, also da waren noch manchmal 5-6 Stück und ich war der Heini, der die Treppen gebaut hat, weil, so blöd klingt, Treppenbau versteht nicht jeder, muss man ein wenig
Grips haben. Es geht jetzt nicht nur um einfache Treppen, das kann vielleicht jeder, aber wenn es darum geht, Viertelschwung, Halbschwung, ich habe mal eine wie so ein Stoppschild gemacht, so über 6 Ecken, ja, das muss man so ein bisschen Verstand benutzen, die Maße, wie kriege ich die Maße raus, wie hole ich mir da die Winkel raus, worauf muss ich achten, dann ist für die meisten ist das Problem, den Aufriss 1:1 von oben lesen zu können und zu verstehen. Ja, ist halt eine große Kunst in unserem Handwerk. Zimmerleute lernen es auch, aber die lernen es einmal in der Lehre, bauen auch so eine kleine Mustertreppe und dann haben sie da in der Regel nie wieder was mit zu tun. Und von daher geht da das Wissen leider verloren. Aber gut, es gehört quasi so aus dem Zimmermannshandwerk ist es in das Tischlerhandwerk übergegangen. Es gehört eigentlich nicht mit zu unserer Aufgabe, eine Treppe zu bauen, muss man ehrlich so sagen. Das ist der Zimmermann. Der Zimmermann, man sagt, wer dafür sorgt, dass ein Haus von unten nach oben bewohnbar wird, muss auch dafür sorgen, dass man da hochkommt. Und darum gehört es in der Regel zum Zimmermannshandwerk, die Treppe zu bauen. Ja? Wer das Dach da oben drauf baut, muss auch sehen, wie man da hochkommt. Ja, aber es hat sich dann alles so ein bisschen etabliert, das ist jetzt auf einmal, aber es heißt einmal, ich kenne das ja jetzt seit 94, da war ich 14, dass der Tüftler Treppen baut. Ja? Aber der Ursprungsgedanke war woanders. Ja, aber so hat sich alles ein bisschen verschoben, genauso wie Kunststofffenster und sowas gehört alles eigentlich in unser Handwerk, ist eigentlich das Grundtischlerhandwerk, HKH, Holz-Kunststoff-Handwerk, genau gesagt, machen heute aber auch schon viele, ja. Kunststofffenster darf jeder machen, auch der kein Tischler gelernt hat, das darf im Prinzip jeder, weil das Anfertigen von Fertigbauteilen sind, darf das jeder machen. Das kann also auch Peter Maffay, der Lust hat, Kunststofffenster zu bauen, sich aneignen, sich die Maschinen kaufen und sich damit selbstständig machen. Ja, so sind viele Dinge, die einfach aus gewissen alten Handwerksberufen abgewandert und in andere Fachbereiche gewechselt oder in Bereiche rein, wo man es nicht mal lernen muss. Weil bei so einem Fenster kann man nicht viel falsch machen. Fertigbauteile, weil man misst das Ganze. Die Fertigteile, die man hat, schneidet man nur auf Länge und brät das zusammen und muss dann Fertigteile montieren. Das heißt, die Beschläge und die Fenstergriffe sind alles Fertigteile und darum darf das auch ein Ungelernter machen. Darf sich also selber selbstständig machen als Fensterbauer im Kunststoffbereich. Ja? Holz ist wieder was anderes, da geht das wieder nicht, weil man hat Maschinen, man muss fräsen, man muss dies, man muss das, man braucht Maschinenlehrgänge und. Das bleibt weiterhin im Tischlerhandwerk, aber auch da gibt es den klassischen Fensterbauer jetzt, sogar den Fensterbaumeister gibt es, der macht dann auch solche Dinge. Ne? Ja, aber der Ursprung liegt in unserem Handwerk. Aber nee, der Ursprung Treppe, Zimmermann, ist jetzt zu uns so rüber gewechselt, so rüber geschwappt. Was wird das jetzt machen? Weil ein Zimmermann, wer einen Zimmermann kennt und eine Zimmerei, es gibt doch einen auf YouTube, ich weiß den Namen jetzt nicht, weiß, die haben nicht so eine Tüftlerei wie wir. Die können also, die stehen meistens draußen, schneiden die Dachstühle, wenn das noch mit Hand geschnitten wird. Heute ist ja auch alles nur noch CNC. Das Dach wird per Rechner ausgerechnet, auch das. So einen richtigen Zimmermannsmeister oder ein richtiger Zimmermann, der noch draußen mit seinem Brett beigeht und sagt, okay, oben auf der, wie nennt sich das da, oben auf der Betondecke steht und sich die Maße aufmalt und das dann ausrechnet und den Keilschnitt macht und dann die Mittelfette und Dachfette und weiß ich nicht, wie die ganzen Dinge heißen, da berechnet. Das geht ja heute schon alles per Tablet, alles möglich, auch im Treppenbau natürlich alles möglich. Man kann auch diesen ganzen Aufwand, dieses Aufreißen, fertig bestellen. Ihr sucht euch eine Plotterfirma, ja, die das machen. Ich glaube, so ein Aufriss kostet 160 Euro. Sagt, dann könnt ihr sogar Viertelsprungtreppen und sowas selber machen. Da gebt ihr die Maße hin, sagt, wie ihr das vorstellen wollt. Die schicken euch erstmal ein 3D-Bild. Und dann können wir sagen, so sieht das Ding dann aus mit den und den Stäben. Ist das so korrekt? Kontrolliert nochmal die Maße. Und dann kriegt ihr von der Firma eigentlich Riesentapete zugeschickt, ja, Riesenrollen, die könnt ihr dann aufkleben, da sind die ganzen Treppenmaße aufgeplottert, die klebt ihr dann mit Sprühkleber auf, haben wir auch schon gemacht, und dann schneidet man nach diesen Strichen, die du erst manuell mit Hand, wenn du es noch richtig gelernt hast, manuell aufzeichnest und dir deine Maße holst, das macht quasi der PC und ihr könnt dann diese Maße gezeichnet auf so ein Plotterpapier bekommen, aufkleben, ausschneiden, passt wie Lego. Ja, also ihr seht schon, auch in dem Bereich tut sich sehr viel und ja, ich bin halt immer noch gerne der Alte. Der Alte. Hier. Ja,
Ja, es gibt leider zu wenig Handwerker, stimmt, merke ich jetzt auch. Ich habe jetzt wieder einen kleinen Auftrag gehabt, muss man sagen. Da, ich arbeite halt im medizinischen Bereich und da hat mich der Chefarzt angesprochen, der Anästhesie, und sagte, Hoffmann, ich habe einen Tüftler bei mir gehabt, und jetzt sagte der Morten, ich kann ja auch Sie fragen, Sie können das auch, haben ja auch gelernt, haben auch eine Tüftlerei angemeldet und so, können sich eben was angucken bei mir. Ja, hier war schon Tüftler so und so, und der sollte mir einfach nur zwei solche Dinger besorgen. Und, ja, kümmert sich drum. Wann war das denn? Im November. Oh, haben Sie nochmal angerufen? Ich will dem Kollegen ja den Ding nicht wegnehmen. Ja, habe ich letzte Woche, und der sagt, er kümmert sich drum. Und nun, jetzt habe ich gestern angerufen und der sagte, ja, er kümmert sich drum. Da habe ich aber gesagt, er braucht sich nicht mehr kümmern. Da habe ich jetzt jemand anders und das mache ich jetzt. Und ganz einfache Sache, und darum verstehe ich nicht, warum der Kollege da so rumgehampelt hat. Und da sagte der Chefarzt zu mir, Robert, warum sagen die Leute nicht, wenn denen der Auftrag zu klein ist? Das war einfach nur was austauschen. Ja? Ich zeige es euch. Nehme noch mal ganz kurz mit in mein Auto, da habe ich die Sachen liegen, und ich könnte mal ganz kurz im Bulli angucken, da war ich auch wieder aktiv. Nur mal so am Rande. Markus, danke für die geile Schablone. Es wird mich erfreuen, mit dem Ding jetzt in den nächsten Wochen arbeiten zu dürfen. Oh, ich habe irgendwie Brustwirbel raus. Aber naja, was will man noch mit dem Brustwirbel? Den braucht doch kein Mensch. Schablone, affengeil. Ich freue mich drauf, wenn da Maße auch noch stimmen, die da alle drauf sind. Das Ding ist winklig, das ist das wichtigste Maß, und der Rest stimmt auf jeden Fall. Naja, wir gehen mal kurz zum Bulli. Ich zeige euch das, was da eigentlich nur ausgetauscht werden soll. Und zwar hat der gute Mann eine große doppelflügliche Tür von 1900 XY, hau mich tot. Und da sind zwei so Riegel dran. So. Die sind jetzt kaputt. Und der eigentliche Mitbewerber oder wie auch immer sollte bloß die beiden Riegel besorgen, hat leider nicht geschafft, diese Riegel zu besorgen, und sagt, es wäre nicht so einfach, diese Riegel zu bekommen. Nun haben wir hier, wo ich wohne, ein, ich kann es mal ganz kurz nennen, CE Popken. Die haben von Schrauben bis weiß ich was alles, und auch die haben da was gehabt. Es wird jetzt windig draußen, es ist windig bei uns, aber wenn ihr mich gleich nicht versteht, nicht wundern. Ist das Ding gleich aus, dann ist aus, weil ich weiß nicht, wie draußen der Empfang ist. Wir gucken mal. Ja. So, der Auftrag war, einfach zwei so Dinger bestellen und die austauschen. Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ich weiß, Bulli. Ich sag schon wieder, Werner, mit dem VW ist ein Bulli. Ich weiß es. Diese Dinger mussten ausgetauscht werden. Ja, das war alles. Bestellen, die kosten 6 Euro, braucht ihr nicht bestellen. Wo ich sie weggeholt habe, waren sie da. Ja, da haben dann auch so manche Kollegen einfach keine Lust mehr drauf, sowas zu machen. Das ist ein bisschen schade. Kommen wir jetzt zu meinem Vito. Vito. Ich mach mal ganz kurz die Kamera drehen. Zack, so. Vito. Ist kein Bulli. Ich wiederhole, kein Bulli. Ist ein Vito. Werner, ist ein Vito. Ihr kennt ja mein Bett. Das ist soweit fertig. Ich habe schon die ersten Gardinen hängen. Die hat mir meine Mutter genäht. Seht ihr wohl? Auch ganz schön. Oben ein bisschen Überstand, damit man oben nicht durchluren kann. Da hinten muss ich noch ein bisschen nachbessern. Die hängen noch nicht sauber. Die habe ich gerade erst aufgehangen. Hier ist mein Kasten. Da ist mein Waschbecken. Das ist jetzt auch schon neu. Ja, da. Genau. Kleines Waschbecken reicht. Da kommt ein Pumpwasserhahn hin, also ohne Strom. Und von unten sieht das Ganze jetzt so aus. Da habe ich also meine Kanister. Den Abfluss habe ich schon angeklemmt da. Dahin, Abfluss, läuft so ab. Und hier kommt dann dasselbe für den Pumpwasserhahn, dass ich dann oben mein Wasser habe. Also habe ich hier einmal Frischwasser und Abwasser. Ja, 15 Liter, die beiden Behälter. Und hier habe ich meinen Kaka Chloe, Chloe Kaka. Auch ganz praktisch. Bin sehr zufrieden. Ja, das wollte ich euch zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Kleines Waschbecken reicht. Da kommt ein Pumpwasserhahn hin. Ohne Strom, damit alles ohne geht. Spiegel habe ich angeklebt. Ja, wie gesagt, es geht so langsam weiter. Ja, Gardine. Das ist ein Unterstoff. Also ein Stoff, den man eigentlich unter Möbeln macht. So wie ich den da auch benutzt habe. Ja, und meine Mutter sagte, der wäre perfekt. Die kann also sehr gut nähen, meine Mutter. Und sagte, der ist perfekt. Der ist nämlich schön blickdicht und ist dann auch schön perfekt für dein Bulli. Und wenn man sich das anguckt, kann man da eigentlich auch nicht mehr durchgucken. Ich habe schon getönte Scheiben. Da kann man so in der Regel auch nicht durchgucken. Nur wenn von innen dann Licht an ist.
dann kannst du zurückgucken. Dann ist es wie im Theater, ne? Kann jeder zugucken, wenn du mit dem nackten Arsch herumsitzt. Und wenn du hier mal auf dieser Plastikschüssel sitzt und da mal richtig einen Snickers aus dem Rücken drücken willst, das ist nicht gerade angenehm, wenn da jemand zuguckt. Ja, da die Tür ist auch schon fertig, ihr seht also zu. Man kann leicht durchschimmern, ich bin auf heute Abend gespannt, da warte ich ja drauf. Mit Licht an und wie das dann von draußen zu sehen ist, da bin ich ganz gespannt. Wie gesagt, da muss ich noch kurz bei da oben. Das war nicht so ganz einfach zu lösen. Wie habe ich das gelöst? Für den, der das vielleicht interessiert und nachbauen möchte. Hier war das kein Problem. Ganz neu auf dem Markt. Oh, ich sitze auf dem Stoff. Sind solche Haken, die kann man individuell da oben einhängen. Die kann man eigentlich oben in den Fensterfalz klippen. Und die sind neu, wurde mir gesagt. Die habe ich ein bisschen kurioserweise umgebogen. Und jetzt passen die genau hier hinter die Verkleidung. Die greifen also quasi hier hinter die Verkleidung. Und ich habe da, wie üblich, da mein Nippel für die Stange und hänge da die Stange auf. Ja, also ihr seht, es geht so langsam weiter, weil ich möchte dieses Jahr unbedingt mit dem Bulli los. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich war damit ja schon in Richtung Gelsenkirchen und habe da bei einem übernachtet, der ist auch bei YouTube vertreten, tut mir jetzt leid, ich weiß den Namen nicht, der macht sehr viel mit Harz, ja, und macht Harztische und sowas, da durfte ich eine Nacht übernachten und das war richtig cool, dafür nochmal danke und ja, wenn mir der Name einfällt, werde ich ihn nochmal erwähnen. Und da durfte ich also eine Nacht hier schon in dem Bulli übernachten. Heizung hatte ich, eine Elektroheizung, war richtig gut, ging sehr gut. Vom Kollegen ausgeliehen, die muss ich mir jetzt auch kaufen, die gefällt mir sehr gut. Und dann konnte ich sehr gut heizen hier. Ja, seht ihr, also so kann man eigentlich gut durchgucken. Das ist ja die getönte Scheibe, rausgucken geht, reingucken geht nicht. Aber wenn hier Licht an ist, ist halt Theaterstudio, ne? Dann kann ich jetzt auch noch den Vorhang aufmachen zum Theatervorstellung. Also das habe ich ja nun auch. Und ja, das Einzige, was jetzt noch ist, zeige ich euch auch kurz. Ich drehe nochmal die Kamera. Da ist jetzt das Problem, ja. Da ist jetzt zu. Ich habe ja hier mal eine feste Bank. Und jetzt muss ich hier noch was finden, was ich hier zumachen kann, ja. Aber meine Mutter hatte schon einen Fall. Die ist schon wieder am Nähen. Ich habe auch hier schon einen neuen Stoffvorrat gekauft. Hier ist noch ein bisschen was. Ja, und das ist Stoff, der eigentlich, ihr wisst ja, wenn ihr ein Sofa habt, das Sofa umdreht, kann man nicht ins Sofa reingucken, weil da so ein Stoff vor ist. Und das ist dieser Stoff, der ist schön schwer. Und ja, der Stoff ist es halt. Meine Mutter sagt, du kannst ja bald an deinem Leichenwagen liegen, da brauchst du dann nur noch eine schwarze Bettdecke, dann ist ja alles perfekt. Ja, habe ich nicht ganz verstanden, aber egal. Leichenwagen, wieso? Weil eine schwarze Gardine? Egal. Schöner Stoff, perfekt dafür, schön fest, sagte sie auch. Sie hat das richtig aufwendig gemacht, muss ich auch meiner Mutter mal ein Lob aussprechen. Hier unten sind auch, habe ich auch besorgt, so Bleikugeldinger drin, irgendwie, dass die wirklich schön fallen. Ja, das ist natürlich, wenn man ein bisschen Ahnung davon hat. Wenn das nämlich nicht drin ist beim Windzug, dann würden die hochwehen und hier unten ist so ein Bleiband. So hieß es, Bleiband, habe ich auch noch 15 Meter geholt. Das wird hier unten mit reingenäht, dass die wirklich schön fallen und sauber aussieht. Ja. Was soll ich sagen? Es sieht sauber aus, ja. Hier ist alles schön dicht. Oben hat sie 5 cm Rand gelassen, weil ich ja, sonst könnte man durchgucken, hat sie hochstehen lassen und da guckt jetzt kein Mensch mehr durch. Kann ich auf und zu machen, aber warum? Ist ja so perfekt. Ja, also auch danke an meine Mutter für die schönen Gardinen. Eine Seite muss ich noch aufhängen da, das habe ich da bloß so reingesteckt, bloß provisorisch. Da hinten fehlt noch komplett. Das muss ein bisschen kürzer, weil die müssen zum Auf- und Zumachen sein. Die sollen ein bisschen anders fallen. Darum kommt da wieder, ich weiß nicht, was da reingenäht wird. Weil die müssen ja auf und zu, wenn ich auf der Autobahn fahre, aus dem Rückspiegel nach hinten gucken, möchte ich auch sehen, was hinten los ist. Muss man nicht unbedingt, weil ich ja rechts und links Außenspiegel habe. Aber ich möchte zumindest auch hinten sehen, was da los ist. Ja, die werden dann also öfter auf- und zugemacht werden als die Seiten. Die können ja ruhig zubleiben, aber das ist dann... Was mir diese Haken ermöglichen, und darum habe ich mich für diese Haken entschieden, wenn ich ihn dann doch mal wieder als Vito brauche, dann kann ich die Gardinen einfach abhängen. Also hier kann ich dann abhängen, da sind die Haken, ja, und kann dann das Ganze mit Werkzeug beladen oder weiß ich was, und die ganzen Vorhänge werden nicht dreckig oder staubig oder sonst was.
Ja, ich beende das Video. Nochmal danke an den Markus für die geile Schablone. Danke an meine Mutter für die geilen Vorhänge hier. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Ich hoffe, dauert nicht mehr so lang. Danke fürs Zuschauen und Markus, wir müssen telefonieren. Abschalten nicht vergessen und tschüss aus meinem Vito.